Enthält eine Biotonne ausschließlich organisches Material, dann können wir es in unserer Anlage in Ilbenstadt zu 100% verwerten. Häufig enthält das Biogut aber Stoffe, die wir überhaupt nicht brauchen können und die uns die Arbeit unnötig schwer machen. Es geht vor allem um Plastik in der Biotonne. Wir haben hier das eigentliche Problem, dass die Bürgerinnen und Bürger aus dem Wetteraukreis gerne saubere Gefäße haben in der Küche und dementsprechend die Gefäße in der Küche mit Kunststofftüten ausstatten, um Bioabfälle zu sammeln, um eben die Gefäße sauber zu halten. Leider geben die dann die Kunststofftüten mit dem biogenen Material in die Biotonne. Und das ist jetzt unser Problem, dass wir diese Kunststofftüten wieder entfernen müssen, damit dann zum Schluss ein brauchbares Produkt entsteht. Manche Bürger meinen es besonders gut und kaufen kompostierbare Kunststofftüten. Kompostierbares Plastik braucht ungefähr 3 Monate, bis es vollständig zersetzt ist. In unseren Rotteboxen kompostiert der Bioabfall aber bei hoher Temperatur in nur 4 Wochen. Das ist zu kurz für kompostierbares Plastik. In der Kompostanlage machen uns diese Tüten deshalb dieselben Probleme wie normales Plastik. Gleich nach der Anlieferung wird deshalb gesiebt und der Kunststoff findet sich wieder im sogenannten Überlauf. Das hier kann niemand gebrauchen. Das gibt keinen Kompost mehr. Holzkraftwerke wollen das auch nicht. Das ist einfach nur Müll. Auf die Art sammelt sich jede Woche ein ganzer LKW-Zug voll Restmüll an. Das summiert sich jedes Jahr auf 100.000 Euro Entsorgungskosten. Da fährt ihr Geld davon, denn diese Müllentsorgung müssen wir aus ihren Gebühren für den Bioabfall mitbezahlen. Fremdstoffe, vor allem Plastik, entwerten den organischen Abfall. Das geht zulasten aller. Zunehmend kontrollieren Städte und Gemeinden deshalb, was in der Biotonne landet. Und wenn das kein Biogut ist, sondern so aussieht oder so oder auch so, dann machen wir sie darauf aufmerksam und lassen die Tonne stehen. Aber das können sie ganz leicht vermeiden. Bei uns und bei allen Städten und Gemeinden bekommen sie Papiertüten. 50 Stück für 3,50 Euro. Das ist nur halb so teuer wie kompostierbare Kunststofftüten und eine genauso saubere Sache. Oder die klassische Methode. Sie nehmen für den Bioabfall die alte Tageszeitung aus unbeschichtetem Papier. Feuchte Abfälle können Sie auch in die alte Zeitung einwickeln. Für uns perfekt. Nur bitte verzichten Sie auf Plastiktüten aller Art.